allerdings Kritik übt, für den gilt in letzter Zeit das, was auch für die Rürup-Kommission denkt. Wer laut, allzu laut denkt in der Öffentlichkeit, der muss sich einige Merkel-Sätze hinter die Ohren schreiben. Peter Gauweiler ist einer derjenigen, die immer noch laut Kritik üben und auch nicht davor zurückschreckt, dies kurz zu tun. Der CSU-Bundestagsabgeordnete Peter Gauweiler ist in der Unionsfraktion offiziell isoliert, denn er ist, wie nur sehr wenige seiner Kollegen, entschieden gegen den US-Kriegskurs. In seinem Berliner Büro aber treffen Solidaritätsadressen zuhauf ein, Faxe, Briefe, E-Mails von allen möglichen Kriegsgegnern, etwa von einem Motorradclub aus dem Osten, von Grünwählern und Friedensgruppen. Noch mehr Post ist von Leuten, die sagen, wir sind alte, treue Wähler der CDU und der CSU und wir können gar nicht begreifen, warum sich da unsere Union so gegen den Papst und die Kirchen stellt. Die CDU-Chefin aber hält weiter unverbrüchlich an der Solidarität mit den USA und ihrem Vorgehen fest, zuletzt am Mittwochabend in Gabi Bauers Talkshow. Es ist zu einem Punkt gekommen, an dem entschieden werden musste und an dem ich zu der Meinung gekommen bin, dass dieser Krieg, diese militärische Auseinandersetzung jetzt unvermeidbar war und dass der Schaden, der aus einem Nichthandeln, aus einer Inaktivität der Staatengemeinschaft entstanden wäre, größer gewesen wäre. Fraktionsvize Merz dagegen fordert jetzt eine kritische Diskussion mit der US-Regierung. Auftakt zur überfälligen Debatte. In der Irak-Frage stellt sich jedenfalls Hessens Regierungschef Koch erstmals öffentlich hinter die Vorsitzende. Ich glaube, dass Angela Merkel den richtigen Kurs fährt, weil er historisch der richtige Kurs ist. Es gehört auch Arbeit und Aufwand dazu, ihn in sehr schwierigen Tagen, und das sind schwierige Tage, zu erklären. Und trotzdem ist er nach meiner Überzeugung richtig und meine Unterstützung hat sie dabei. Die vieler Briefeschreiber aus der Union nicht. Es wird generell gefragt, jetzt haben wir doch schon nach... auch nach Meinung der Führung der CDU-CSU, ganz wesentlich wegen der Irak-Debatte, die Wahlen mit verloren. Und einen Fehler einmal begehen, okay, aber ihn zweimal zu begehen, ist eigentlich nicht recht begreiflich. Und da kann man den Leuten nur recht geben. Auch andere Unionsabgeordnete kriegen das von ihren Wählern zu hören. Aussprache nächsten Dienstag, da ist wieder Fraktionssitzung.